Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Bridge. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich hier aufgehört habe. Absolut keine Ahnung. Ich weiß, dass ich so das erste durchhabe und die Spiegelwelt freigeschaltet habe. Nun sind hier auch alle Türen offen. Okay, vielleicht die Bilder dort oben sagen mir, okay, das hier hast du geschafft, das noch nicht und das hast du noch nicht freigeschaltet. Könnte eine mögliche Variante sein. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, wie weit ich es weiterspielen werde, weil das Spiel verdammt schwer geworden ist durch diese gespiegelte Version. Wir sind jetzt hier in der gespiegelten Spirale. Ich weiß noch nicht mal, wie das im Nummer 8. Du Scheiß, jetzt erinnere ich mich. Ja, doch, die Optik kommt mir bekannt vor. Es ist sehr gut möglich, dass das einfach hier jetzt die letzte Folge sein wird, weil ich habe das ja schon mal in einem Infovideo gesagt. Es ist richtig, richtig schwer geworden. So, mit Leertaste ging es zurück. Das ist schon mal gut zu. Ach, okay. Wo ist denn der Schlüssel? Da oben ist eine kleine Kugel, die muss. Ach so, die kleine Kugel muss da drauf. Warte mal. Wie mache ich denn das? Ich mache das mal in die Richtung. Oh Gott, ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen vor dieser bösen Kugel, die da ist. Sie wird mich töten. Ich weiß es. Was hatte ich gerade vor? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin verwirrt. Jetzt schon verwirrt. Nee, das wird mich umbringen. Das wird mich umbringen. Das wird mich eiskalt umbringen. Warum muss da diese große Kugel sein? Warum? Ich weiß nicht, wie ich mich retten kann. Nein, ich bin tot. Kann ich nicht auf diesen, Anscheinend nicht. Wie mache ich denn das dann? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß das echt nicht. Wie soll ich denn diese blöde Kugel schon allein rauskriegen, ohne dass ich drauf gehe? Weil hier gehe ich ja eh immer drauf. In die andere Richtung kann ich ja drehen, 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 wie ich will. Da werde ich auch irgendwann drauf gehen. Glaubt es oder glaubt es nicht? Aber ich werde sterben. Und schon wieder. Wie die nochmal Schwung geholt hat. So, warte mal. Warte mal, warte mal. Ich muss das mal komplett zurückspulen. Es geht nicht anders. So. Ich dachte auch, ich könnte irgendwie vielleicht kann ich ein bisschen mehr Schwung aufholen. Ja, guck mal, das geht doch schon fast. Ich weiß noch nicht weiter. Momentan macht sie gerade einen Weg, als würde sie dann rausfallen. Aber ich meine, man könnte halt. Warte, ich muss nur schnell genug sein. Mal gucken, ob es klappt. Wahrscheinlich eher weniger. Ich sagte ja, wahrscheinlich eher weniger. Wie mache ich das nur? Wie habe ich das nur gemacht? Beim ersten Mal. Ich möchte, dass diese Schräge, wo diese Seile, sag ich mal, aufeinandertreffen und dieses, nenn es mal mit der Schräge, ein Dreieck bilden. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich würde mit dem Finger drauf hinzeigen, das bringt euch ja nichts. Ich hab einfach Glück, vielleicht habe ich einfach Glück. Nein, 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 nein! Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll hier, ne? Wie ich das machen soll. Muss auf jeden Fall diese kleine Kugel. Ich muss einfach diese Schräge nutzen. Ich weiß. Oder ich muss recht schnell sein, dass es diese Kurve macht, dass es nicht rausfällt, sondern einfach diese Kurve macht. Warte, ein bisschen Schwung holen. Das könnte vielleicht schon gehen.
Ja, komm, 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 noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Nein, 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 nein. Bisschen Schwung holen. Ich glaube, hier muss ich echt viel. Komm, komm, komm. Komm, das schaffst du. Das schaffst du, kleine Kugel. Ja, doch, das sieht doch sehr gut aus. Und zwar auch noch so, dass die Kugel, die große Kugel, auch da bleibt, wo sie ist. So, warte, warte, noch ein bisschen. Warte mal. Ich habe so furchtbare Angst. Jetzt, kleine Kugel, beweg dich doch mal. Also, ich stehe gut. Ja, ha, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich habe doch noch was erreicht. Oh nein, und die hat auch noch so eine komische andere Farbe. Das heißt, sie bewegt sich nochmal ganz anders. Genau, die bewegt sich nämlich und weg ist sie. Und verdammt, die muss ja dort unten hin. Mist. Nochmal. Nicht mal eine Minute hier drin, ne? Und ich kann. Oh. In die Richtung darf ich das aber auch nicht machen. Verdammt, verdammt, verdammt. Wie mache ich denn das? Nein, das ist schon zu viel. Das ist zu viel. Das ist definitiv zu viel. Aber wenn ich so mache, dann gehe ich ja drauf. Warte, was wollen die von mir? Wie wollen die das von mir? Das kann ich ja da nicht mal rausholen, wenn ich mich recht erinnere. Ich kann nur mit drauf gehen. Guck da. Oh, guck, der Schlüssel. Was? Da war ein Schlüssel drinne? Tatsächlich, da ist wirklich im Strudel ein Schlüssel. Wie soll ich denn das bitte schön machen? Erstens ist da der Schlüssel drinne. Ich weiß gar nicht, wie ich da rauskommen soll aus diesem Teil. Zweitens muss diese blöde Kugel irgendwie da wieder raus. Und ich weiß nicht wie. Die darf da am besten erst gar nicht reinfallen. Dann ist die Frage, wie komme ich denn da raus? Ah, okay. Ach so. Ah. Okay, so weit habe ich es schon mal. Jetzt ist die Kugel schon mal nicht mehr da drin. Ne? Jetzt weiß ich auch, wofür das ist hier unten. Wow, wer hätte das gedacht? Jetzt müssen die Kugel und ich nur Plätze tauschen. Wie mache ich denn das am besten? Kugel, fällst du runter? Kugel? Ja, doch, dass sie doch. Ganz gut aus. Also den Schlüssel habe ich schon mal. Oh nein, verkehrte Richtung, verkehrte Richtung. Nein, das ist schon mal ganz gut. Aber jetzt bin ich ja da oben gefangen. Jetzt kann ich die Kugel da drauf schieben. Ich falle dann hier runter und kann zur Tür. Oh mein Gott, ich stelle mich besser an, als ich erwartet habe. Das erste Rätsel war schon richtig, richtig schwer, fand ich, von dem ersten Kapitel. Und jetzt habe ich es zum zweiten Kapitel geschafft. Ich bin so stolz auf mich. Alle denken, ich bin ein Dummkopf. Sie sehen nicht, dass mein Reichtum in ihrer Welt, in meiner Welt, nichts bedeutet. Diesem werde ich mein Leben widmen, wenn notwendig. Nur er versteht. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Okay. Jetzt müssen wir nur zu Raum 2 kommen. Das wurde ja später auch immer ein bisschen schwieriger. Ach da, 2 und 3 sind jetzt frei. Achso, hier kann. Oh, oh, oh. Ups, ups. Nein, ich wollte nicht aus dem Haus raus. Genau. Einmal bitte so gehen. Würde ich ja auch die Krise kriegen, wenn ich mein Zuhause drehen könnte, ne? Obwohl, dann wäre ich nicht auf meinen Freund angewiesen, wenn mir die Gardine wieder runterfällt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Kapitel 2. Vielleicht mache ich es ja doch noch länger als nur eine Folge. Zurückgehen zur Standardwelt. Nein, 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 ich bleibe in der Spiegelwelt.
gucken wir mal, wie wir uns hier anstellen werden. Gespiegelter Strudel. Okay. Im ersten Augenblick sieht es gar nicht mal so kompliziert aus. Im zweiten Augenblick wahrscheinlich schon eher. Okay, ich muss gucken, wie sich die Dings verhalten. Die Kugeln. Okay, den Schlüssel. Habe ich schon mal. Nein! Ja. Aber das war gar nicht mal so schlecht. So verkehrt war es gar nicht mal, glaube ich. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Wow. Ich bin gut. Ich sollte öfters eine Pause von dem Spiel machen und dann einfach wieder neu... Naja, neu machen nicht, aber... Ihr wisst schon. Okay, ich dachte eigentlich, das wären dieselben Rätsel, aber irgendwie, das kommt mir zum Beispiel gar nicht bekannt vor. So überhaupt nicht. Vor allem mit diesen Unsichtbarsein und sowas. Aber der Titel mit Abgrund sagt mir schon was. Es ist seltsam. Es ist sehr seltsam, dieses Spiel. Okay. Interessant. Sehr interessant. Das war ja so klar. Warte mal. Kann ich? Durch die 5 muss ich wahrscheinlich gehen, damit das... Ach, das ist einfach... Wow, 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 wow. Aber so kriege ich den Schlüssel. Das Problem ist nur... Das muss ja auch da unten irgendwie rankommen, ne? Aber verwirrt. Ich bin verwirrt. Wie krieg ich diesen blöden... Warte mal. Warte, 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 warte. In welcher Welt ist der denn sichtbar, wenn ich durch Tür 3 gehe, ne? Ach, durch Tür 4 ist auch das da oben dann. Was passiert, wenn ich durch Tür 5 gehe? Ach, dann ist das da. Ist der Strudel nur. Ja, aber ich kann ja das hier nicht wegmachen. Ich habe ein kleines Problem. Ist der dauerhaft in dem Strudel? Aber jetzt ist zum Beispiel der Knopf ja aktiv. Warte, ich gehe einfach mal drauf und guck mal, was passiert mit dem Schlüssel. Weil mit der Kugel, die kann ich dafür nicht benutzen. Ah, ah. Ah, ich glaube, ich hab's. Ich hab es. So gut wie. Nee, wenn ich durch die... Warte mal, ich muss erst mal gucken. Durch welche Tür der sichtbar wird. Ich weiß es nämlich nicht mehr so genau. Ich glaube, durch die... Ja. Das ist schon mal gut. Und durch die 4... wird... das andere sichtbar, aber... ach so, ja, stimmt. Die Kugel ist ja dann unsichtbar. Oh, für einen Moment dachte ich, wäre draufgegangen. Weil es kurz, gehabert hat. Aber, ehrlich gesagt, wir kommen verdammt gut voran. Gegen Ende wird es dann wieder ein bisschen schwieriger. Jetzt bin ich doch am überlegen, ob ich es nicht einfach weiter fortführe. Das könnt ihr euch, ja einfach mal in den Kommentaren austoben. Ob ihr weitere Folgen dazu sehen sollt oder ob ich es dann als abgeschlossen machen soll. Oh, ein riesiger Duschvorhang. Oh. Ups. Ich habe nicht registriert, dass der... okay, okay. Der rollt in meine Richtung. Das wäre nicht so gut. Sag mal, wann bewegt der Stein sich mal? Er bewegt sich gar nicht, weil er in der Dusche ist. Ah, das ist doof. Wie mache ich denn das dann? Ja, jetzt werde ich da getroffen gleich. Wie mache ich denn das? Das ist jetzt die Frage, weil in der Dusche, also in diesem Duschvorhang, kann ich nämlich hier so lang laufen, ohne dass ich runterfalle. Das habt ihr ja gesehen.
der bewegt sich nämlich auch nicht, der Stein. Aber der hier... Wo ich noch am Überlegen bin, wie mache ich denn das dann? Weil sobald ich hier rausgehe... Bin ich ja tot. Irgendwie so. Okay, okay. Okay. Ja, so gehe ich ja fast schon wieder. Ja, aber so komm. Ich dieser Duschvorhang, der ist schlimm. Ja, ich muss ein bisschen hier machen. Da komme ich ja auch nicht weiter durch. Das ist ja gerade mein Problem. Da werde ich nicht durchkommen. Nee. Also muss ich das irgendwie anders machen, aber fragt sich nur... nur wie ich das am besten mache. Weil so, da falle ich ja weg. Da falle ich ja runter. Hallo? Okay, ich dachte gerade, das spult sich nicht zurück. Nein, ich wollte eigentlich in die andere Richtung. Okay, die Kugeln bewegen sich egal wieder. Die andere in der Mitte bewegt sich nur, wenn ich außerhalb bin. Aber wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Okay, ich glaube, wenn ich das jetzt hier nicht schaffen sollte... Das Blöde ist, ja, ich kann halt so... So würde es fast schon optimal stehen, aber... Ich kann mich... Ich komme da einfach nicht rein. Das ist das Problem gerade. Irgendwie... Warum kann der Schlüssel oben nicht einfach runterrutschen? Das wäre so cool. Aber nein, der ist ja festgekettet. Böser Schlüssel. Okay, wisst ihr was? Ich habe gerade echt keinen blassen Dunst. Lasst es mich einfach wissen, ob ihr weitere Folgen sehen wollt oder nicht. Sonst wird das hier vermutlich doch die letzte Folge sein. Oder ich mache halt, wenn ich hier mal hintersteige, noch eine Folge. So eine abschließende. Aber wie gesagt, lasst es mich einfach mal wissen. Ich bin gespannt und wir sehen uns entweder in der nächsten Folge wieder bei anderen Projekten oder sonstigem. Bis dahin dann, tschüss, eure Time.